Ich darf Ihnen beide Kämpfer vorstellen. Der Herausforderer in der blauen Ecke ist ein Mixed Martial Artist, 29 Jahre alt, 1,80 Meter groß, gewogen mit exakt 93 Kilogramm. Sein Kampfrekord: 38 Kämpfe, 25 Siege, 12 Niederlagen, ein Unentschieden. Von den MMA Fight Soldiers aus Düsseldorf, presenting Martin King Kong Zavada! Sein Gegenüber in der roten Ecke ist ein Mixed Martial Artist, 21 Jahre alt, 1,85 Meter groß, gewogen mit 92,8 Kilogramm. Sein Kampfrekord: 13 Kämpfe, 10 Siege, nur 3 Niederlagen. Er ist ein Bellator-Veteran und er ist der amtierende GMC-Champion im Halbschwergewicht vom Combat Club Cologne aus Köln, Jonas Bilstein. Round 1. Na gut, jetzt geht's los. Jetzt bin ich ja mal gespannt. So, die Erfahrung gegen die Jugend. Super Takedown-Aktion von Jonas. Oben angetäuscht mit links und mit der rechten direkt zum Bein gegriffen und Martin dadurch zu Fall gebracht. Martin hat von unten die Half Guard und keinen Lockdown. Heißt, Jonas kann mit Ground and Pound entsprechende Schäden herbeiführen. Ich bin mal gespannt. In der Distanz fühlt Jonas sich wohl. Ne? Da ist er gerne. Ja. Und da kann er auch schwere Dinge anbringen. Also, ja, absolut. Ich bin jetzt mal gespannt, was Martin so sein Plan ist, da unten rauszukommen. Weil, wenn er sich da länger aufhält, dann ja, vor allem jetzt mit den Ellenbogen. Martin kann viel einstecken, aber die Ellenbogen haben wir eben schon gesehen. Ne? Wenn da so ein paar Cuts entstehen, dann wird auch so ein Kampf ganz schnell abgebrochen. Ja, und das ist nicht bestimmt das, wo er hin will. Aber wenn man das nicht haben will, muss man eben aufstehen. Ne? Ja, das ist richtig. Okay, leichte Versuche, hat wenigstens halb, ja, Full Guard wieder zurück. Gut, Jonas postet ab und fängt an, ein bisschen was runter zu hageln. Ja. Gut, und wir passiert sind wieder in die Half Guard. Klemmt sein eigenes Bein unter. Martin hat auch gar nicht die Ambition, da den Lockdown zu holen. Ist er momentan nicht ganz klar, welche Taktik Martin hier fährt. Möchte er Submissions holen, möchte aufstehen. Sidechoke würde von hier aus auch nur mit einem Lockdown in Verbindung funktionieren. Jetzt geht es Richtung Beinhebel. Jonas hält das auf, indem er sich oben wieder festkommt. Ja, jemand mit einer guten Base und Körperspannung von unten mit einem Beinhebel zu erwischen, ist auch nicht ganz einfach. Ich meine, die Guard Recovery von Martin ist ganz gut, aber so, na okay, diesmal nicht. Aber wenn er Guard hat, dann passiert halt nicht so viel. Gut aus dem Weg gekommen von der Rechten. Oh, Ellenbogen. Schläge zum Körper und zum Kopf im Wechsel. Oh ja, Martin, sehr schön. Aus. Fast. Also das sind schon mal gute Aktionen. Knie dazwischen. Landet doch wieder in der Halfguard. Er muss das nutzen, wenn er das Knie dazwischen bringt und die Distanz bringt, um seine Position zu verbessern und nicht um wieder in der Position zu landen. Aber wenigstens hat er was versucht, was hätte funktionieren können. Ja, was gar nicht schlecht war. Also wo ich tatsächlich auch über den Effekt überrascht. Und zu diesem Zeitpunkt, wo es diesen Scramble gibt und die Leute um Positionen kämpfen, muss man dann auch keine Schläge einstecken. Ist aber sehr kraftraubend. In der Tat.
Gut, also Martins Gesicht kann man noch nicht sehen, also die Treffer scheinen noch nicht wirklich Wirkung zu zeigen. Aber ich meine, so Jonas ist da wirklich gut in Kontrolle und arbeitet fröhlich vor sich hin. Ja, wie gesagt, also im Normalfall ist Jonas sehr, sehr konditionsstark. Und kann sowas halt oh, hat er Mount? Nee. Oh, jetzt hat er Full Mount. Okay, Leglock. Leglock gefahren. Okay, gut. Martin steht auf. Geschickt rausgekommen. Geht hoch in den Jawohl. Das wollen die Leute hier sehen. Großer Beifall für die beiden Fighter. Von beiden. Jonas Bierstein in der schwarzen Hose, Martin Zawada in der blauen. Jawohl, guter linker Haken von Martin. Haken trifft immer wieder. Jonas hat die Auslage gewechselt. Von links auf rechts. Okay, in der ersten Runde. Ja, die sehen beide noch sehr frisch aus. Also, ich habe also die Vermutung, dass sie beide für 5 Minuten vorbereitet sind. Manuel Masuch. Der Ecke von Martin Zawada. Sehr starker Ringer, sehr starker Grappler. Zweifacher deutscher Meister in der DGL. Einzelmeisterschaft. Teamkollege von Seconds mir out. Bei Sparta Essen. Wieder aus dem Cage. Massiver Double Leg, massive Top-Kontrolle. Ja. Und auch ein Suplexchen abpasst. Oh ja, ja, er hat den Alexander Patreev hat mal mit 120 Kilo gesuplext. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Round jetzt kommen wir zu einem spannenden Kampf zur zweiten Runde. Und mal gespannt, was Martin jetzt so hier an den Tag legt. Takedown von Jonas in die Guard, in die Half Guard. Also von Martin. Sehr gute Reichweite am Double Leg, sehr explosiv. Und ist wieder genau da, wo er sein will. Ja, Jonas hat eine gute ringerische Base. Will jetzt das Bein befreien. Ja, hat auch fast geklappt. Das wäre jetzt eigentlich eine gute Situation gewesen, um diagonal zu passieren. Wenn die Beine so ein bisschen offen sind, stellt man einfach den Fuß ganz nah an den Hintern des Gegners und kann dann diagonal das Knie über sein Bein rausschieben. Jetzt Ellenbogenaktion von Jonas. Versucht Schläge zum Kopf anzubringen. Aber Martin verteidigt ganz geschickt. Ja, der kann auch unheimlich viel nehmen. Also den kann man auch ganz doll auf den Kopf hauen und dann macht trotzdem weiter. Oh, noch 38 Kämpfen. Hat er da die entsprechende Erfahrung eingesammelt. Aber ich meine, gut, sonst würde man auch keine 38 Kämpfe machen, wenn man das nicht einstecken könnte. Ja. Das macht das aber trotzdem nicht einfacher. Er macht das schon ganz geschickt. Also Jonas ist hier zwar in Kontrolle und schlägt so ein bisschen, aber so die wirklichen Wirkungstreffer hat er bisher so abwehren können. Ja, und ist immer noch dabei. Aber die Ellenbogen sind natürlich, wenn die so schneiden kommen, eine Gefahr für diese Katze. Ja, also früher oder später wird sich das nicht vorteilhaft für Martin auszahlen. Also er muss da wirklich rauskommen. Ja. Es wäre jetzt vielleicht mal gut, ein bisschen Cage-Walking zu versuchen. Ja, naja, jetzt hat er mal den Rücken zum Käfig. Und sie holt sich wieder die Halfguard. Nicht in den Käfig greifen. Genau. Auf jeden Fall wäre eine gute Idee von unten das rechte Knie durch die Beine von Jonas nach innen zu bringen.
Das schafft er da gerade auch. Jetzt verliert er es wieder. Da müsste er konsequent bleiben, um die Position zu verbessern. Aber ich glaube, so ein bisschen mit den Ellenbogen treffen momentan so ein bisschen eher mit dem Unterarm. Deswegen haben die nicht, noch nicht den Effekt, den man so erwarten würde. Oh, das sind natürlich die Ellenbogen hier, die da wirklich Probleme machen können. Wie gesagt, Jonas fühlt sich wohl in der Halbgarde, geht immer wieder dahin zurück. Obwohl er gerade hätte relativ gut gesehen. Und weitere Schläge. Ja, aber die verpuffen. Ne? Also Martin neutralisiert sie bislang. Ne? Ja, das macht er wirklich geschickt. Also ich höre auch das Klatschen hier nicht so, dass man gewohnt ist von harten Treffern. Aber er macht das zwar geschickt und muss nicht so viel einstecken, aber das Problem ist, so gewinnt man keine Runden. Das ist richtig, das ist richtig. Das hilft nur zum Überleben. Ja, er ist also wirklich momentan am Überlegen, nicht wirklich am Kampf gewinnen. Und ja, ich würde mal davon ausgehen, dass er die erste Runde verloren hat. So verliert er die zweite, dann ist natürlich nicht mehr viel Luft. Aber noch drei gewinnen. Ja. So. Alles ist möglich. Er kann auch mit einem guten Treffer treffen. Okay, die Schläge waren ein bisschen härter. Ja, gut. Mit solchen Kampf kann Jonas bestimmt für 25 Minuten machen. Ja, das kann er definitiv. Ich hoffe jetzt mal für Martin, dass er da jetzt irgendwann irgendeine Planänderung an den Tag legen kann. Um das Ganze irgendwie in eine Situation zu bewegen. Ja, gut, man kann natürlich auch die Zeit auslaufen lassen und dann geht es sowieso im Stehen weiter. Was an der Stelle mit Sicherheit ökonomischer ist. Ja. Weil das ist klar, wenn man Jonas einmal da oben hat, in so einer relativ dominanten Position, dann kostet das viel Energie, sich daraus zu befreien. Wenn einen natürlich die Rundenzeit davor rettet, vor dieser Befreiungsaktion. Dafür ist Martin routiniert genug, das zu nutzen. Seconds out, Betreuer bitte aus dem Cage. Der hat aber nicht geklappt.
Genau wie in Runde 1 wollte Jonas jetzt hier mit links ablenken und unten zum Bein greifen, nur er war langsamer. Martin wusste, was er wollte. Der Jonas scheint, kämpft ja eigentlich auch ganz solide im Stand. Er will aber wirklich sich nicht hier auf irgendwelche Schlagabtäusche einlassen. Sucht die Distanz und versucht dann aus Distanz zu shooten. Ich meine, das ist halt ein gesundes Konzept. Auf jeden Fall smarter als bei seinem letzten Bellator-Kampf, wo er das eben halt nicht getan hat, sondern sich mehr so auf dieses Standding eingelassen hat, was gar nicht so vorteilhaft für ihn war. Kann nicht alle kämpfen. Nämlich die Takedowns immer so am Ende, so ein typisch amerikanisches Konzept. Natürlich Sinn, die Takedowns nicht am runden Ende zu setzen. Ja, er sieht es wahrscheinlich locker. Ich kann davon ausgehen, dass er die ersten zwei Runden gewonnen hat. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Man muss sich da jetzt nicht wirklich stressen, den Bodenkampf. Nochmal zu dem gleichen Takedown angesetzt, mit Erfolg in der Guard. Martin hat jetzt immerhin das Knie dazwischen. Also nicht in der Half Guard. Man kann mit dem einen Bein auch noch zusätzlich ein bisschen die Distanz bestimmen. In dem Fall mit seinem rechten. Wird aber jetzt in die Ecke gepresst. Vom Sicherheitsgitter. Er muss versuchen, das Sicherheitsgitter für sich zu benutzen. Er muss versuchen, den Rücken gegen das Sicherheitsgitter zu bekommen und sich damit in den Stand vorarbeiten. Per Nordic Walking, per Cage Walking. Ja. Aber so, mit dem Kopf unten und mit den Beinen in die Höhe. Das ist natürlich nicht besonders gut, weil dann kann man den Kopf nicht bewegen und dann kann der Kopf federt nicht und dann kann man ganz schön Schläge bekommen. Langsam zeigen die Ellenbogenwirkung. Ja, zeigen die Ellenbogenwirkung. Das ist natürlich ausgesprochen schlecht für Martin, der da wirklich in den nachteiligen Situationen gehalten wird. Und wenn er jetzt noch anfängt zu bluten, das ist nicht gut. Das Gemeine ist ja, selbst wenn Jonas bluten würde, wäre die Position für Martin nachteiliger. Ja, wenn Blut in die Augen läuft, ist und mit Sehen nicht so. Wenn du nicht gut siehst, dann kriegst du Haue. Beginnst du nichts zu kämpfen. Hat er jetzt Mount? So, Mount und eine Doppeldeckung ist eine ganz schlechte Kombination. Weil Mount und Doppeldeckung heißt, dass irgendwann Schläge durchkommen. Auch wenn im Moment noch relativ viel auf die Deckung geht und Martin viel nehmen kann. Aber Martin muss da stimmen, sonst bricht der Kampfrichter das Ding bestimmt gleich ab. Ui, jetzt kommen aber harte Treffer. Ende des Kampfes. Ende des Kampfes. Und die erste erfolgreiche Titelverteidigung für Jonas Bilstein. Jonas gewinnt den Kampf durch Ground and Pound aus der Mount. Und er sieht noch nicht mal irgendwie angestrengt aus. Das ist auch nicht sein. Er hat auch fast drei Runden durchgekämpft. Gut, das ist zwar alles ziemlich optimal für ihn gelaufen. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht anstrengend ist. Mit ihm im Bild, Ruth Crawford, der
unscheinbare Mensch mit der Brille, der immer aussieht wie so Mathematikstudent. Und dann aber im Ring zum eiskalten Killer wird. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Eine Maschine. Absoluter Killerinstinkt. Wenn du Ruben Crawford eine Chance gibt, der wird sie nutzen. Und hält sich an seinen Gameplan. Auf Teufel komm raus. Er ist so diszipliniert. Unglaublich. Mein Schüler an seinen Gameplan gehalten hätte, könnte die Situation jetzt ziemlich anders sein. Dicke Kumpels, die beiden, der Jonas und der Ruf. Unterstützen sich auch permanent im Ausland, irgendwo fliegen miteinander dahin und Jonas wird noch frei da drin. Das offizielle Urteil. Sieger durch TKO nach 4 Minuten und 39 Sekunden in der dritten Runde. Und still GMC Champion im Halbschwergewicht aus Köln, Jonas Bilstein. Ist niedergeschlagen. Ja. Wer verliert schon gerne einen Titelkampf? Was denn das Wort? Ja. Jonas ist wirklich jung und routiniert und Mitte 20. Ich meine, man kann ja jetzt schon große Dinge erwarten, aber da. Er macht sich vor Wettkämpfen wenig Kopf. Also er macht sich. Er macht sich schon Kopf, aber er ist so immer so ein bisschen easy und locker. Das bringt ihm eine hohe Flexibilität im Kampf. Ja, oben und unten. So, natürlich wollen wir ihn nicht feiern lassen, bevor er noch ein paar Worte gesagt hat. Jonas, lang ist her, dass du in Deutschland gekämpft hast. Was für ein Gefühl ist es, wieder zurück zu sein? Hat sich das Warten gelohnt? Dankeschön, großartiges Gefühl. Ganz, ganz großes Glück, dass mein Debüt oder mein Comeback in Deutschland auf so einer fantastischen Veranstaltung ist. Fantastische Organisatoren, Zuschauer. Das ist einer der glücklichsten Momente in meinem Leben und ich danke euch dafür. Also, wenn man deine ganzen Fans sieht, die hier mitgekommen sind, so viel positive Stimmung gemacht haben, eins ist klar. So lange kannst du die Fans nicht mehr warten lassen, bis du wieder in Deutschland kämpfst. Lass einmal sprechen, das habe ich nicht vor. Und ihr werdet mich sehr bald, wenn ihr wollt, wieder live sehen in Deutschland. Dankeschön. Dankeschön, Jonas Bilstein!